Herzlich willkommen zu einem neuen NES Let's Play. Beim letzten Mal war der Addams Family dran und jetzt ist wieder der Addams Family dran, nämlich der Nachfolger. Allzu viele Infos dazu habe ich nicht gefunden. Ich weiß nur, dass es eine abgespeckte Version vom Super Nintendo ist und das Codesystem, das es hier gibt, kann man dann Leute, die man befreien kann, wieder freischalten. Also man befreit Leute, kriegt einen Code und braucht dann nicht nochmal befreien. Soweit habe ich das verstanden. Aber hüpfen wir mal gleich rein ins Spiel. Also ist also zu Zeiten erschienen, wo es den Super Nintendo bereits gab. So, hüpfen haben wir wieder so. Mal schauen, wie Gegensatz zum ersten Teil ist. Ja. Warum? Ah ja. Gut, kann ich da wieder auf alles drauf. Zeigen. Ah, da kann ich raufklettern. Eingesammelt. Ah. Kann ich länger hüpfen. Das war wohl ein ganz nützliches Extra, würde ich sagen. Ah. Ja, Grafik. Ja, für NES-Verhältnisse eigentlich scheint mir zu passen. Ich möchte noch ein bisschen draußen ein bisschen hier rumstöbern. Ja. Aha. Gedacht, dass ich da irgendwie raufkomme. Instagram. Aha. Ja, ich möchte trotzdem noch weiter draußen erkunden. Ah, der Geist schon wieder. Komm schon, Geist. Nicht mit mir. Oder vielleicht doch. Okay. Komischer Abgrund. Ich will es ausprobieren, ob man da reingehen kann. Passieren, ich sehe es aus. Ja, man kann rein. Okay, erinnert mich jetzt schon doch stark an den ersten Teil. Da konnte man ja auch weit nach rechts gehen und dann wo nach unten, wo man sich nicht ganz sicher war, ob man dann da wirklich nach unten kann. Aha, ein A für Addams Family. Remember this. Dort, wo ein eine Wand ist auch ein Weg. Gut, wie kriege ich das wieder weg? Start? Okay. Aha, da gibt es also solche Infoblöcke hier. Hinweisblöcke. Ah, unnötig gestorben. Ja, den Hinweis habe ich jetzt schon verstanden. Und das Hoppelhasen da? Böse Hoppelhasen. Ah, bessere Schuhe. Okay. Sachen gefallen mir immer. Ein Herzchen mehr? Nein. Kann nur zwei Herzchen haben. Ah, jetzt ist mir jetzt gefallen, wenn ich da jetzt doch mal ein drittes Herzchen verdienen kann. Aber nein, so haben sich das die Entwickler anscheinend nicht gedacht. Okay. Aha, jetzt bin ich aber da reingekommen. Hab keinen Leben verloren. Nicht sehr anspruchsvoll, diese Hüpfpassage, aber ne. Gegen eine Wand laufen wir jetzt vielleicht. Hier schon. Check's nicht. Ja, die Leute, die das Spiel kennen, werden sich jetzt denken, warum geht er nicht da oder dorthin? Oh nein, es geht weiter, es geht doch. Ah, okay, da ist jetzt diese Wand mit der Hinweiswand. Geht durch. Dort, wo die Wand ist, ist ein Weg. Gut. Freut mich, dass ich diesen Geheimgang gefunden habe.
Stirb, Hase. Stirb. Stirb, Fledermaus. Ah! Fledermaus. Hase. Ich will weggehen. Ich mag sie nicht. Die Fledermäuse sollen weggehen. Ich mag sie. Gib die Fledermäuse weg. Ich will die Hasen sehen. Und gibt es jetzt auch irgendwas super cooles? Also. Ich vom Sterben. Was bringen diese Süßigkeiten? Bringen mit irgendwas? Ich sehe mich hier jetzt irgendwie Punkteanzahl, sehe ich die jetzt auch nicht. Ein Herzl bringen sie mir auch nicht. Hm. Ah. Da ist oben besser. Ja, die Koalitionsabfrage. Was zum Geier? Ich bin doch von. Die hat mich doch von unten geschnommen. Wo ich noch gerade über die Koalitionsabfrage herziehe. Okay, die hat mich jetzt wirklich erwischt. Ja, aber vorhin. Man müsste ein bisschen schneller da durchgehen. Also macht schon Laune das Spiel schon wieder. Also ich fand ja den ersten Teil ist auch ganz gut. Aber der gefällt mir vom Grafisch noch ein bisschen besser. Die Steuerung sagt mir irgendwie auch mehr zu. Obwohl, wie gesagt, die Koalitionsabfrage könnte besser. Ah, immer wenn ich. Okay. Weiß ich natürlich nicht, was in diesen. Heulen, denkt, es lockt. Komm später wieder. Okay, das Tor ist zu, ich soll später wieder kommen. Bin nicht ganz sicher, warum ich. Ja, hier kann ich draufgehen. Ja. Okay. Kann ich reingehen? Ah, da gibt es hier einen Hinweis. Man kann es abdrehen, wenn man den Schalter findet. Gut. Ah. Dann verliere ich kein Leben. Ah. Da kann ich noch weiter rauf gehen. Muss aber hier zu überhaupt. Oh. Aha. Das ist ein laufendes Weinglas. Okay, ja. Oh, ein extra dem. Niemand kann das besser brauchen als ich. Ah. Also ich kenne sie am Super Nintendo nicht, aber es ist ja auch die NES-Version hier, die ja hier einige Features weniger hat angeblich. Finde ich eigentlich ganz fun. Die transparenten Glieder sind irgendwie cool gemacht. Und ich sterbe. Und ich bin unsichtbar. Möchte ich auch noch den Kuchen, denn ich weiß zwar nicht, dass sie den Kuchen bringen, aber ich möchte sie haben. Wenn ich auf Start drücken, habe ich dann. Ah, da sehe ich die Kuchen, die ich eingesammelt habe, und da gibt es auch Punkte. Und das Passwort ist. Aha. Okay. War ungewöhnlich, dass man die Punkte während dem Spiel nicht anzeigt, sondern nur im Startmenü. Habe ich auch das schon mal wo gesehen? Ich denke nicht. Ah, da ist das Schalter nicht finden kann. Okay, ich habe ihn mal ausgemacht. Hm. Off. Jetzt geändert. Mal schauen. Nix. Irgendwo rein. Na. Dass der zweite Button, der B-Button, so wenig zu tun hat, ist
Irritiert mich immer wieder. Ah, da unten, ich ver- jetzt check ich's. Da unten ist das. Ah, bin verloren, dumm. Unnötig vor allem. Unnötig verloren. So, ich mach da den Switch. So, und geht runter. Geht dann noch nicht, da runter. So. Kann ich da jetzt rein? Aha! Wow! Okay, gibt es wieder einen Hinweis? Aha. Kann nicht ange- ja, kann nicht angegriffen werden, weil es so heiß ist. Ich habe schon verstanden. Okay, das schaut schwierig aus. Rechts, links, Pause. Ah, zu nah hingegangen! Meh. Irgendwie komisch aus, diese Dinge, wo diese weißen Sachen rauskommen, die schon irgendwie, naja, also ich weiß nicht, schon irgendwie sehr zweideutig aus. Okay, lassen wir das. Rechts, links. Rechts, links. Ey, warum hüpfe ich voll Koffer? Warum hüpfe ich Koffer? Warum, wie kann man nur so dumm sein? Ich nicht einfach runter und so gemacht. Ja. Tap, 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 tap. Ah, also Timing ist hier echt gefragt. Spuck, 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 spuck. Runter. Spuck, 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 runter. Aha. Off. On. Off. Ah! Komm nicht mehr rauf. Okay. Wow! Mit den Schaltern, so mag ich, das ist schön gemacht. Ist schön gemacht. Das Spiel. Also ich kann jetzt schon mal eine Empfehlung aussprechen. Steuerung ist top. Wer auf Metroidvania steht, auf jeden Fall mal anzocken. Wer auf dieses immer wieder in Levels zurückgehen und erforschen in 2D Bock hat, darf ich das gerne mal antun. Aha. Ist irgendwas ein? Ich hab's lieber aus eigentlich. Wenn ich so mach. Noch. Ah, die spucken. Ah, je, 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 je. Ah, Gabe, come on. Okay, eine Tür schaue ich noch rein. Ah. Oder? Ja, schauen wir der schaut gefährlich aus. Ah! Okay, bisschen noch, dann lasse ich es für heute. Ah, okay, ich lasse das.
was soll ich sagen, ist ein wirklich feines Game. Wie der erste Teil hat mir auch schon gut gefallen, wobei ich finde den zweiten jetzt von der Steuerung her fast noch ein bisschen feiner und von der Grafik her auch. Ist ja auch, was Erinnerung auch später erschienen, ist ja auch schon zu Super Nintendo Zeiten. Ja, sollte man vielleicht auch mal das Super Nintendo Game ausprobieren, wenn das die abgespeckte Version vom Super Nintendo ist. Also Leute, das war's, The Addams Family für den NES. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr NES-Spiele sehen wollt, die sind da unten verlinkt. Einfach mal draufklicken. Und ja, liken und abonnieren, eh schon wissen. Ciao, ciao.